Morgen. Hallo, guten Tag. Heute starten wir unsere Jahresabschlusswanderung. Wir sind jetzt in der Nähe von Neuwied und machen den Fürstenweg. Der ist so 11 Kilometer lang und ist ein Rundwanderweg. Und geht so ein bisschen durch Wald, bergauf, bergab, 300 Höhenmeter, rauf und wieder runter. Sind mal gespannt, wie es wird. Ja, mal gucken. Das Wetter ist sehr warm heute, 17, 18 Grad für Silvester. Neue Rekordwerte. Wahnsinn. Und ja, wir freuen uns, mal wieder wandern zu gehen. Eine kleine Abschlusswanderung. Okay, bis später. Tschüss. Hier sieht man den Weg. Das ist der Fürstenweg, Nebenweg vom Rheinsteig sozusagen. Das Höhenprofil. Ja. Ja, sind wir noch nicht gelaufen, wir haben schon einiges hier gemacht. Mal gucken. Kommt man an der Gutschenke Hahnhof vorbei. Die haben auch noch geöffnet, nur heute nicht, an Silvester und Neujahr nicht. Ansonsten kann man sich hier versorgen lassen. Große Kiefer, ne? Mammutbaum. Das da? Oder? Mammutbaum? Oder eine Kiefer? Das ist aber ein junger Mammutbaum. Der ist erst 25 Meter hoch. Was wir ganz vergessen haben zu erwähnen, ist, wo wir stehen, wo wir hingefahren sind, wo es losgeht. Wir sind in Monrepos. Und zwar ist das bei Neuwied am Schloss Monrepos. Da gibt es einen Parkplatz, einen Wanderparkplatz, und da stehen wir und da geht's los. Ja. Wow. Ist ein Mordsbaum hier. Ja. Ein Mega. Naturdenkmal sogar. Ja, die ganz weiche Rinde. Ein Mordsbaum hier.
hier alles trockene Farnblätter. Ja, das ist halt eben, ne, so im Winter ist halt eben jetzt alles mehr grau anstatt grün. Aber da scheint jetzt sogar die Sonne. Wow. Mal im Frühling und im Sommer ist es schon schöner und im Herbst. Aber der Wolkenhimmel ist auch jetzt schön. Immer schön draußen zu sein. Ja, genau. Bei jedem Wetter. Ja, ein bisschen dicker angezogen sind wir trotzdem, weil es ist auch schon ein bisschen windig. Aber das wird jetzt trotzdem wunderbar. Das ist super zu laufen hier. Klasse. Viel besser wie zu Hause rumzuhocken. Haben wir doch alles richtig gemacht. Es ist eh schon alles vorbereitet. Der Kartoffelsalat ist schon fertig. Ja, wir haben ein bisschen Zeit, dann machen wir das einfach. Immer mal gucken, gell, ob ich noch da bin. Da sieht man jetzt schon unsere Schatten, die langen Schatten. Und jetzt stehen wir in der Sonne, cool. Es ist so warm, es ist so warm. Es ist krass warm, wir müssen eigentlich die Jacken ausziehen. Echt wahr, Wahnsinn. Ich glaube, hier vor 2 Wochen noch minus 9 Grad. Was wir früher nicht durften, holen wir heute alles nach, durch den Patsch laufen.
Wir müssen darüber. Und zwar da hoch. Schön steil hier. Vorne wird es noch mal steiler. Ganz schön hier hochgejumpt. Ah, hier kann man Pause machen, oder? Ja, würde ich schon sagen. Das ist ja ideal. Ach, schön. Wir kommen jetzt nach Altwied, Stadtteil von Neuwied. Leider kommen wir jetzt nicht hier rein. Schade. Oh ja, das ist ja der Wahnsinn. Zwei hier und nicht noch eine. Da hier sind ja richtig dicke drin. Guck mal. Und eine Wasseramsel ist eben da rumgeflogen. Oh, ist aber langweilig, ne? Darf man die streicheln? Darf man die streicheln? Nee, du willst nicht, gell? Das ist aber nicht schön. Das ist aber nicht schön. Nee, mag nicht. Mag nicht. Hier haben sie noch Emus, glaube ich. Ne? Bist du ein Emu? Ja, wir haben gerade noch mal eine kleine Pause gemacht. Eine kleine Neujahrsansprache gehalten. Und wir haben jetzt so kurz vor vier rum.
viertel vor vier und langsam wird es dunkel. Haben noch 2 Kilometer zu laufen. Ja, wenn wir im Hellen noch schaffen. Die Wander ist laut. Das ist die Silke. Ja, so schiel ich aber nicht. Das ist der Jürgen. Sagt man so schön, ein musierendes Specialer. Ja. Ja, weil es so schön so daher kribbelt. Bevor sich hinplätschert. Ja. Bisschen hin, bisschen her. Halt eben nicht katzestrack, sondern ja, musierend halt eben. Ne? Wie so ein Pallbein. Jetzt musst du aber eine gute Figur abgeben. Ich bin mir nicht. Also der Outdoorer. Ja, gekonnt hat sie die Schwierigkeiten hier umgangen. Ich hoffe, ich das auch hinbekommen. Ich steige mit meiner langen Krete einfach da drüber. Warm genug ist es hier. Ja, da hinten steht dann das Auto. Wir werden dann am Ende unserer Wanderung, vielleicht hat es dem einen oder anderen gefallen, uns hat es eigentlich ganz gut gefallen. Ja. Es ging mal eine Zeit lang an der Straße lang, das war eigentlich nicht ganz so toll, aber der Weg an sich war schon in Ordnung, kann man schon gehen. Und für so eine kurze Silvesterwanderung ist das allemal in Ordnung. Demnächst. Tschüss. Tschüss. Guten Rutsch.